gonna take on the world. Stellen Sie sich das einmal vor. Ein zweifacher Hausbesitzer fordert, dass Normalsterbliche keine neuen Häuser mehr bauen dürfen. Jemand, der dreimal im Jahr auf seine Finca auf Mallorca fliegt, der fordert, dass für den Umweltschutz keine Autos mehr in die Innenstadt dürfen. Sie werden jetzt sagen, bin ich ausgerastet oder ist das Satire? Nein, das ist der Hamburger Umweltsenator. Der stammt aus einer reichen Familie, sein Vater war Reeder und jetzt will er für alle den Verzicht durchsetzen. Sein Spitzname ist Mallorca Jens. Das ist phänomenal, wenn man selber sozusagen wunderbar lebt, wenn man es sich selber gut gehen lässt und dann für die anderen Verzicht fordert. Konkret möchte er, dass keine neuen Einfamilienhäuser mehr gebaut werden dürfen in Hamburg, außer die bereits genehmigten. Und in einem Interview sagte er dazu, naja, er wohnt zwar selber in einem, aber für die Zukunft ist das kein Modell mehr. Also wir haben Wohnungsnot in Deutschland, viele gerade junge Familien, die träumen von einem Einfamilienhaus und dann stellt sich jemand, der eine Finca auf Mallorca hat, der sein eigenes Haus hat, hin und sagt, nee, für die anderen nicht mehr. Genauso hat er dazu aufgefordert, dass man doch weniger Wohnraum haben sollte, die einzelnen Leute, das sei jetzt zu viel. In Hamburg, selbst bei der größten Bevölkerungszahl, hätte es weniger Wohnraum gegeben. Ja, wenn man im Einfamilienhaus sitzt, dann kann man das sehr gut fordern. Wie weit will er dann gehen, wie in der früheren Sowjetunion, wo man die Leute in unfreiwillige WGs zusammenpferchte gegen ihren Willen? Ich weiß es nicht. Gegen das Auto ist er natürlich auch, wenn man selber nach Mallorca fliegt. Naja, geschenkt, aber gegen das Auto und auch noch die Rationierung von Warmwasser hat er ins Gespräch gebracht, wenn es denn wirklich zu einer massiven Energiekrise kommen sollte. Ich bin da wirklich sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zuerst auch gedacht, das ist Satire, aber das ist real und das ist so typisch für viele, natürlich nicht für alle Grüne, diese massive Doppelmoral, also den Ablass, die normalen Leute sollen verzichten, damit ich dann mit meinem SUV fahren kann, damit ich auf Mallorca kann, auf die Finca. Und diese Losgelöstheit von der Realität, die finde ich erschreckend und ich frage mich, warum machen die Leute das mit? Warum wählen die das immer noch so viele? Nicht nur die Grünen selber, sondern auch die vergrünten Parteien. Genauso gibt es Meldungen aus anderen Bereichen. Dieses rot-grün-lila Taratuka-Land, das trägt seine Früchte in Anführungszeichen. Und zwar ist Deutschland jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren so stark bei den Exporten heruntergerutscht, dass es eine negative Handelsbilanz hat. Früher waren wir immer stolz, dass wir der Handelsweltmeister sind, jetzt sind wir der Absteiger. Es ist kein deutsches Unternehmen mehr unter den 100 größten in der Welt. Ich habe das auf meiner Seite beschrieben. Es ist wirklich tragisch. Unsere Eltern, unsere Großeltern, die haben dieses Land nach dem schrecklichen Zusammenbruch, nach dem schrecklichen Krieg wieder aufgebaut. Sie haben wirklich geackert und angepackt. Und jetzt die Generation der Enkel und der Kinder, die verspielt das Ganze. Und da geht es dann um Gendergerechtigkeit, um das Woke-Sein, darum, dass man sich das Geschlecht frei auswählen kann und all das. Und das Land wird gegen die Wand gefahren. Alle, die sich auskennen, die das schon erlebt haben, die sagen, das ist Sozialismus. Im Westen kennt man das nicht. Das ist natürlich nicht der Sozialismus, den wir gekannt haben. Es ist eine neue Form, der kommt immer in neuem Gewand. Aber es ist immer das Gleiche. Eine kleine Minderheit glaubt, sie sei im Besitz der Wahrheit und sie müsse die große Mehrheit belehren und erziehen. In meinen Augen höchst gefährlich. Umgekehrt muss man solchen Leuten wie dem Hamburger Umweltsenator eigentlich dankbar sein, dass sie das so entlarven. Und ein Leser hat in einem Artikel unter einem Bericht
unter meinem Bericht dazu auf meiner Seite geschrieben, er weiß nicht, was die größere Frechheit ist, das zu machen oder auch noch so dreist zu sein und das dann ganz offen zuzugeben, diese Doppelmoral. Na, gute Frage, wahrscheinlich Letzteres. Vielen Dank fürs Reinschauen und vielen Dank fürs Unterstützen. Nach dem PayPal-Terror gegen mich bin ich da besonders dankbar, weil mein Konto wird ja gekündigt, gesperrt, unmittelbar, ohne Vorwarnung. Das wissen Sie, das wisst ihr alle. Also vielen Dank, reinschauen, abonnieren, dabei bleiben und naja, warten wir, was als nächstes gesperrt wird. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und ein kleines Backstage noch. Getter, die zensurfreie Plattform, wurde gestern ein Jahr alt. Prima, dass es die gibt, weil da muss man sich nicht bei jedem Post überlegen, was man schreibt. Also einfach mal bei Twitter, bei Getter, ein freudscher Versprecher, weil für mich Getter das neue Twitter ist. Einfach mal reinschauen auf meine Seite, dort abonnieren, ist auch ein direkterer Zugang und vor allem kein betreutes Informieren. Alles Gute, danke, ciao. We gonna take on the world.